Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Lotus-Folge. Ja, tatsächlich mal wieder Lotus, allerdings nicht mit einer neuen Strecke, aber auf dieser Strecke gab es wohl ein größeres Update. Und hier wollte ich mal kurz mal reinlinsen, inwiefern sich das Update denn so auswirkt. Ich bin die Karte mal schon so ein bisschen abgefahren und ich muss sagen, also innerhalb einer Folgenlänge schaffst du das gar nicht, diese Karte abzusuchen. Wir wollen mal gucken, wie sieht es so mit Detailausbau aus, Oberleitung und so weiter und so fort. Denn das ist eine Karte, die scheint schon mega riesig zu sein. Dann werden wir uns das Ganze mal so ein bisschen angucken. Ja, zoom mal so ein bisschen raus und zoom mal raus und zoom mal raus. Ja, sehen wir hier zwar, was man hier wirklich bemängeln muss, ja, was ich aber auch ein bisschen nachvollziehen kann, sowas kann man in die Detailausarbeitung deutlich später machen. Wir sehen hier tatsächlich nur Häuser-Splines, ja, also wenn man so wirklich die Reihen so durchguckt, da sieht man ein Häuser-Spline nach dem anderen. Auch sehe ich jetzt schon da oben fliegende Objekte. Aber hey, komm, das ist normal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei irgendwem anders aussah. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wahnsinn. Ah ja, genau, so war das. Ich habe schon so lange keinen Lotus mehr. So, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen so durch die Karte hier durchschlawenzeln, ja, sehen wir hier zum Beispiel, hier ist glaube ich abgeschnitten, hier geht's mal nicht weiter. Und dann geht's hier so ein bisschen durch. Hier muss man wirklich sagen, ja, also lässt sich auf jeden Fall hier was einfallen. Ne? Hier mal ein bisschen Zaun, hier hast du so einen kleinen Vorplatz. Hier hinten ist natürlich nicht fertig, aber hier hinten ist halt auch nichts. Ne? Also, ich glaube, da fährt eh nichts lang. Da müssen dann auch nicht diese Bürgersteige liegen. Aber sonst, wenn euch das wirklich auffällt, ja, ihr seht diese ganzen Häusersplänen rein. Und das stößt bei mir immer so ein bisschen bitter auf. Weil das sieht halt wirklich nicht schön aus. Das sieht nicht wirklich abwechslungsreich aus. Ich meine, man muss auch dazu sagen, es ist der einzige Häuser-Spline, den es gibt. Ne? Also gibt es jetzt nicht wirklich viele Alternativen, die man hier hat. Aber ich meine, um die Karte erstmal so ein bisschen auszubauen, finde ich das so vollkommen in Ordnung. Ich meine, das sind riesen Plätze hier teilweise. Hast du hier manchmal echt Platz? Hier hast du schon einen Dönermann. Oh, jetzt einen leckeren Döner, Alter. Großartig. Ja, und sonst sehen wir hier auch mal so ein bisschen so eine Idee hier von Lotus so genommen, dass wir hier zum Beispiel dann auch so eine kleine Mittelinsel haben, die Autos fahren dann links rum. Aber auch wirklich viele Polygonfehler hier. Ne? Also hier schwappt so ein bisschen über und Problem liegt hier, weil die Straße hier uneben wird. Also hier wird das Polygon auf jeden Fall uneben. Und das wird, oh, guck mal da hinten. Das sieht auch gut aus. Ja, müsste man natürlich gucken, was zieht denn jetzt hier so den Polygon so. Und da hast du natürlich hier die Fehlerquelle hier schon. Ne? Also der Bordstein hier. Der schließt nirgendwo ab und damit zieht er das Ganze so ein bisschen runter. Man sieht hier auch ganz leicht so einen schemenhaften Strich hier so. Ne? Also dass das Ganze so ein bisschen auffällt. Ja, sonst auch wie leider bei vielen. Ich weiß nicht, ich muss da nächste Mal bei mir in Forsthausen drauf achten. Wir sehen hier der Rasen. Ne? Also die Sonne spiegelt sich massivst drin. Ja? Also da müsste man vielleicht mal die Spiegelung ausmachen. Das macht ihr selbst, indem ihr auf Eigenschaften geht und da steht irgendwas mit Spiegelung. Ja, da müsst ihr das, den Wert auf 0 setzen oder sowas. Hier eine große Baustellenreihe, ja, also Baustellenschillerreihe, wo wir dann hier hinten so Wendeschleifen fahren können. Also ihr merkt schon, ne, da ist unglaublich viel. Wenn wir mal so ein bisschen höher rüber gucken, switchen wir jetzt hier rüber. Hier haben wir so eine Art Betriebshof, ja, so einen kleinen. Wird von vielen gewünscht. Das Erste, was erstmal stehen muss, statt der Karte, ist ein Betriebshof. Also, naja, je in dem Seine, ne? Und sonst, hier, es geht immer weiter und weiter. Hier stehen auch noch Bäume, also wahrscheinlich geht die Karte da auch noch weiter. Ihr könnt ja auch ruhig mal so hin, ne? Und ihr seht schon, ne? Er baut so langsam, aber sicher die Karte halt auch weiter auf. Also, das ist wirklich keine kleine Karte. Das ist die Karte Finkenburg. Und die hatten wir vor einiger Zeit schon mal gehabt und damals ist sie uns schon sehr positiv aufgefallen, weil sie damals schon so wirklich riesig war. Ich werde jetzt mich jetzt an meiner Straßenbahn setzen und werde einfach nur durchheizen. Ich werde jetzt hier nicht an irgendwelche Haltestellen anhalten oder sowas oder werde so tun, als ob da jetzt, ja, Menschen einsteigen, weil die gibt es hier nicht. Also müssen wir auch mal ein bisschen Realist bleiben. Ne? Warum sollte ich anhalten? Ich glaube, manch eine Person würde meckern.
so unnötig mit der Straßenbahn hier rumzufahren. Aber nun gut, wollen wir jetzt gar nicht hier damit anfangen. Deswegen rein in unsere Straßenbahn. Ich muss da leider hinspawnen, weil sonst fängt sie an, hier so komisch rumzuwackeln. Und bevor das dann nachher abstürzt. Ja, was ich euch gar nicht gezeigt habe, sind diese tollen Monitore hier, oder? Oh. Spielerlitz. Das ist Spielerlitz. Tatsächlich könnt ihr diese auch schon selbst manuell anpassen, dass ihr dann zum Beispiel eure eigenen Bilder dann zum Beispiel anzeigen lassen könnt von eurer Katze, eurem Hund oder vielleicht ja von eurer Freundin, ja. Oder sonst irgendwelche Werbung natürlich, die könnt ihr euch da einspielen lassen. Ich glaube, an die 20 Stück war es damals gewesen, wo ich mich mal rangesetzt hatte. Ja, so, Schlüssel rein würde ich sagen. Zack. So, ich werde mal den Ton ein wenig lauter machen. Ja, so, ich hoffe, dass das Ganze euch jetzt hier nicht zu laut wird. So, wir sind eigentlich startklar, warten jetzt hier eigentlich nur auf unserem Bordcomputer hier. Spiegel sind da. Habe ich das hier eigentlich letztes Mal schon mal gezeigt gehabt hier? Man kann hier unten hier den, man kann die Tür irgendwann hier öffnen. Irgendwann ist es soweit. So, waiting for server. Ach nee, das war ja die R2B, ne, wo du Fenster aufmachen konntest. So, okay, zack. Wir können natürlich hier auch mal was schildern. Was haben wir denn hier so coole Sachen drin? Hauptstadt, Fahrschule, Krummgraben, zur Moldau, Nordstein-Org. Gibt es hier nicht so eine schöne Sachen wie... Nö. Omenstadt, Albert Schäfer... Dann machen wir 120. Achso, müssen wir eh warten, bis der fertig ist, der Kollege. Das dauert. So. Wundervoll. Nee, tatsächlich muss ich sagen, muss ich mich auch entschuldigen für, ich mache das auch nicht mit Absicht, dass jetzt zurzeit relativ wenig Folgen online gegangen sind von Lotus. Es ist aber auch so, es ist gefühlt seit Weihnachten Steam Workshop alles liegen geblieben. Also man hört ab und zu mal, dass der Joe mal ein bisschen seine Karte updatet, jetzt aktuell auch nicht, hat ein kleines Problemchen. Der Willi baut natürlich hier seine Berlin im 6-Linie. Ich habe jetzt auch wieder mein Projekt angefangen, was ich gerade komplett modernisiere, aber dazu gibt es ein eigenes Video und dann werde ich euch da dementsprechend auch mal das dann alles nochmal so präsentieren, nochmal neu. Und ja, sonst hörst du eigentlich nichts. Man hört halt überall, ja, dass hier so die Leute hier bauen und die Leute da bauen. So. Ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten, ja. Nicht, dass jetzt hier irgendwer denkt, so ja, der kann immer viel quatschen. Ja, kann ich. Ich habe schon zwei Linien fertig. Ja, also ich habe Straßenbahn Voss, also was heißt fertig, aber sie existieren, man kann sie fahren halt. Straßenbahn Vosshausen und natürlich meine alte Waldbahn, ne? Aber das wollte ich jetzt gar nicht. Mir geht es eher so um, man fängt ein Projekt an, dann fängt man wieder ein Projekt an, und dann fängt man wieder ein Projekt an. So, 120. Hier kann ich doch keinen Kurs, ich meine, ich kann einfach mal 120 ungültige Linien. Ja, das war mir eigentlich klar. Kurs. So, schauen wir mal weiter. Irgendwo kann man das bestimmt hier einstellen. Was ist denn mit Daten? Daten brauchen wir gar nicht. Gespräche, Service. Falsche Codenummer. Ja, denn... kannst du hier echt nichts hier eintippen? Warte mal. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gibt es da bestimmt noch eine zweite Seite, oder? Scheinbar nicht, nee. Gibt es keine zweite Seite? Na, dann müssen wir leider ohne fahren. Ich kann hier nämlich kein Ziel irgendwie gefühlt. Menü nicht verfügbar. Expressdaten, WLAN-Referenzdaten. Nee, gut, dann hat sie es. Ist mir auch egal. Muss man meine Kopfhörer leiser machen, das ist ein bisschen sehr laut. So, wie gesagt, wir werden jetzt einfach nur so ein bisschen durchfahren. Schauen, was wir jetzt in den paar Minuten noch schaffen.
Und werden wir gucken, was sich so in Finkenburg hier so getan hat. Natürlich, wenn euch was auffallen sollte, bitte schreibt's in die Kommentare. Und mir fällt gerade was Unglaubliches auf. Die Performance ist gut geworden. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo gerade hier mit den Spiegeln hier alles online ging. Hat es bei mir mega geleckt. Das sieht jetzt deutlich besser aus. Mhm, gab's da ein Update zwecks Performance? Also mir ist das letzte Mal schon aufgefallen, muss ich gestehen, wo wir meine kleine Testrunde auf Willis Karte getestet haben, eine Multiplayer-Fahrt. Und tatsächlich, da musste ich sagen, war ich tatsächlich überrascht gewesen, das lief deutlich besser als noch, wo der neue Patch online ging. So, wir müssen hier rum. So, da oben sehen wir, da ist, hängt ein Strommast in der Luft. So, hier haben wir ein paar defekte Polygone. Ah ja, da zieht irgendwas runter wieder. Schön. Sieht aus wie Schräglage hier. Sieht nicht so aus, ist sogar Schräglage. Wir fahren ein bisschen schräg. Oh, nicht mehr tolles Bild kannst du machen. So, wird mal wieder Zeit für ein hübsches Straßenbahnbild hier. Haben wir schon echt lange nicht mehr als Thumbnail. Ja, aber wie gesagt, also ich brauche euch natürlich auch nicht Content zeigen, den wir bereits hatten. Wenn es natürlich nichts zu zeigen gibt, gibt es nichts zu zeigen. Und von daher wird es natürlich ein bisschen ruhiger. Auch gerade was jetzt zum Release des Busmoduls ja, kam, ja, was für mich persönlich okay ist. Ich weiß nicht, wann es anfing, wo die ersten Karten für das Rails-Modul online gegangen sind. Das kann nicht so lange gedauert haben. Ich meine, Rüblidorf war ja innerhalb von ein paar Tagen nach dem Release vom Editor, ne? War der da schon verfügbar. Naja, also auf jeden Fall heißt es da, wir müssen weiterhin abwarten, bis da irgendwie was kommt, was passiert. Wie gesagt, ich werde immer mal gucken, dass ich, also ich achte ja sowieso jeden Tag, gucke ich meistens immer erstmal rein, ist im Workshop. Meistens steht immer nur da Berlin M6. Also weiß ich immer ganz genau, Willi hat wieder ein Update. Aber ist okay. Also da muss man wirklich sagen, also Willi ist mit einer der wenigen, der da wirklich gefühlt jeden Tag dran sitzt an seiner Karte. Ja, wir selbst haben auch wieder ein Projekt in die Hand genommen. Basteln da gerade, oder was heißt basteln? Die wird komplett kernsaniert. Und das zum Beispiel streame ich auf Twitch. Wenn es mal gibt halt, ja, wenn ich nicht gerade wieder im Flugzeug sitze, dann baue ich da ein bisschen an mein Straßenbahn-Forsthausen weiter. Wie gesagt, offizielle Ankündigungen kommen noch, ja, da gibt es auch noch ein richtiges Video zu. Also ihr müsst jetzt nicht zwangsweise zu Twitch kommen, um mal irgendwo was zu sehen oder zu gucken. Es wird alles im Laufe der Zeit, sobald es wirklich mal Material gibt, was man dann auch zeigen kann, wird es dann natürlich dann schon zeitgleich hier auf dem Kanal existieren. Und somit habe ich praktisch dem Joe wieder ein bisschen um Arbeit entlastet, ja. Und ich habe meine Muse wieder, denn ich fand irgendwie, nachdem ich Straßenbahn Forsthausen abgegeben habe, habe ich meine Muse abgegeben. Das wollte irgendwie alles nicht mehr. Ich meine, die alte Waldbahn war toll. Projekt Wemingen, ja, ist jetzt kein Highlight, ist aber auch nicht schlecht. Aber irgendwie fehlt so das große Ganze. So, weißt du, so ein Projekt, wo du halt wirklich, ja, wahrscheinlich auch noch in 2-3 Jahren dran sitzt halt, ne? Weil du immer was abmachen kannst oder sowas. Und ja, das war halt Straßenbahn Forsthausen.
Deswegen ist jetzt aktuell wieder die Karte bei mir ganz aktuell und ist ganz oben mit dabei. So, wir haben jetzt hier zwei Wege sogar. Wir können einem. Achso, nee, das ist ja hier der Betriebshof. Okay, dann haben wir nur einen Weg. Ja, ist natürlich mit Bäumen versehen. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Es sind halt gefühlt überall echt nur Häusersblinds. Aber gut, warum nicht? Erstmal so ein bisschen das Grobe fertig machen und dann kommt man zur feinen Gestaltung. Das ist ja eigentlich sinnvoll. Wenn man erstmal sagt, so, also du kannst zumindest schon auf der Karte fahren, also ist es halt alles da. Ne, und dann passt das auch. So, jetzt gucke ich mal. Ich glaube, lebendig kann meckern. Sind die im Zickzack? Weiß ich gar nicht. Nee, ich. Nee, die sind glaube ich nicht im Zickzack. Oh, war ja. So, hier glaube ich, fahren wir hier durch. Nö. Perfekt positioniert, würde ich sagen. Nö, perfekt positioniert, alles gut. Das ist auf jeden Fall eine Karte, wo du schon richtig viel fahren kannst. Hier, warum gibt es so eine Karte nicht einfach als Multiplayer? So, weißt du? Hier scheint irgendwie eine größere Haltestelle zu sein. Und rechts haben wir ja auch noch. So, mal gucken, wo geht's hier lang? Wir haben nämlich zwei Wege. Stopp. So, da nehme ich meine F4-Taste. Und dann werden wir mal so ein bisschen rumfliegen. Und werden mal gucken, wo macht es Sinn, wo wir jetzt langfahren. Ah, guck mal hier. Hier würden wir jetzt praktisch in die Wendeschleife fahren. Ja, wenn wir jetzt hier reinfahren würden. Ah, hier geht es auch nochmal weiter. Also sie dreht hier irgendwie. Ach, guck mal, hier geht es weiter. Hier wird schon fleißig weitergebaut. Ah, sieht man schon schön. Höckermarkt. Also, wir werden dann dementsprechend nach rechts fahren. Also geradeaus, würde ich jetzt eher sagen. So, hier haben wir mal ein Signal. Mal gucken, ob es funktioniert. Schön, dass es ein Straßenbahnsignal gibt, aber keine Fußgängerampel oder sowas. Aber auch schön, hier achtet man auch mal so ein bisschen aufs Detail hier. Also, ne? Hier wird dann auch mal dementsprechend mal einfach mal so die Textur auf dem Boden verändert. Das Ganze natürlich hier mit dem Teer hier links und rechts einfach noch ein bisschen beschmiert. Ja? Das sind aber so kleine Details, worauf ich immer gerne achte. Ja, zum Beispiel hier mit dieser Mittelinsel. Hier müssen auf jeden Fall diese Schilder hin, die zum Beispiel warnen. Ja? Das ist das Warnschilder, dass man da nicht rüberfährst.
So, und jetzt haben wir wieder das Problem. Wo geht's lang? Deswegen wieder F4 gedrückt. Ich glaube, hier ist aktuell Ende im Gelände. Deswegen haben wir jetzt hier nochmal nach links die Möglichkeit weiterzufahren. Deswegen werden wir das noch tun. Ich weiß nicht, ob wir sie das letzte Mal zu Ende gezeigt hatten. Ich glaube, die war aber schon so lang gewesen, dass wir uns das, glaube ich, gespart haben. Mit dem Hintergrundwissen, weil wir ja nun an jeder Haltestelle gehalten haben und so, ne? Kostet das natürlich alles noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist einfach nur ein bisschen durchfahren. Hier ist so eine leichte Kurvenerhöhung wieder drin, die so nach rechts geht. Tatsächlich muss ich aber hier sagen, hier sieht es deutlich anders aus als noch am Anfang. Ich glaube, der Teil kam erst später, deutlich später. Das ist zum Beispiel das, was mir aufgefallen ist. Man merkt ziemlich schnell, wann jemand, wenn man das Projekt länger bearbeitet, ja, wann er angefangen hat oder wo er angefangen hat und wo er denn nach gefühlt so, ja, ich sag mal 50, 100 Stunden woanders weiter ist, du merkst diesen Unterschied sofort. Deswegen meine ich auch, bei mir gibt es ja diese Kernsanierung, weil mir das halt da auch aufgefallen ist. Also wir müssen vorher nach links. Wir haben auch Fahrt nach links. Oh, hier zieht irgendwas runter. Da haben wir ein Oberleitungsproblem hier. Das geht hier so richtig schön. Du musst jetzt auch da genau davor stehen bleiben, liebe Straßenbahn. Ja, komm, mal weiter. Ne, siehst du, ein bisschen sich wahrscheinlich mit dem Punkt vertan. Aber sieht schon cool aus. Ich glaube, die Karte ist meiner Meinung nach schon auf Steam erhältlich. Also ihr könnt sie euch natürlich selbst schon angucken, wenn ihr möchtet. Ne? Und nicht vergessen, dort vielleicht auch die Karte zu bewerten auf Steam. Das vergisst man gerne mal. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie die Performance geworden ist. Also, entweder hat über Nacht mein Rechner irgendwie einen Schub bekommen oder sowas, dass er jetzt denkt, so, er muss wieder ein bisschen schneller werden. Oder Lotus hat hier tatsächlich ein paar Schräubchen gedreht, dass das Ganze jetzt natürlich gefühlt irgendwie runterläuft. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Deswegen, das ist schon traurig, ja, dass ich das sagen muss. Schon eine ganze Weile her, dass wir hier mal eine Lotus-Folge aufnehmen. Es gab mal andere Zeiten. Sich Lotus leider so ein bisschen den Platz tauschen jetzt mit Omsi und Train Simulator. Und zukünftig auch unser nächstes Projekt. Großes Projekt. So, hier haben wir ein kleines Rathaus, so wie es ausschaut. Alter, krasse Linienführung hier. Weißt du, wenn ich sowas baue, ja, dann habe ich hier immer irgendwelche Schäden, ja, dass sich der Zug sonst wohin rollt. Aber hier, guck mal hier, der Bahnhof hier. Total zerhunzt hier. Siehst du die ganzen Wellen hier? Eieieiei. Hier geht's, hier, aber hier, der ganze hier, der ist ein bisschen hardcore.
Oh, schön in Zinne gesetztes Haus hier. Das ist cool. Also ihr seht, ja, also wahrscheinlich kann ich noch bis morgen früh hier fahren. So viel Content ist hier drin in der Karte. Und man muss aber wirklich sagen, auch wenn ich jetzt ganz genau weiß, ich weiß es ganz genau, das sind ja nur Häusersplines. Ja, auch wenn es nur Häusersplines sind, du guckst aber nirgendwo ins Leere, sodass du jetzt halt in eine Richtung guckst und dann siehst du einfach nur gähnende Leere. Vielleicht noch ein paar Gleise gepackt, sodass du dann langfahren musst, aber bei gähnende Leere. Oh, hier arbeitet er zum Beispiel schon das erste Mal, also hier muss er noch weiter gewesen sein, denn hier arbeitet er auf jeden Fall schon mit die Anforderung. So, und jetzt sind wir hier bestimmt falsch gefahren, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Gut, dann müssen wir uns das andere jetzt mal schnell noch so angucken. Hier sehen wir, ne? Also hier teilt sich das Ganze wieder. Ja, also hier geht es wieder nach links und nach rechts. Doch hier, ne, wieder ein gutes Gebäude gewählt, was schön an der Ecke passt. Gehen wir es mal nach rechts. Schauen wir hier weiter. Hier oben lädt er gerade aktuell nicht weiter, oder? Lädt er hier nochmal weiter? Hier ist Ende, genau. Er hat noch nicht weiter gelernt. Also, schauen wir mal hier vorbei. So, hier haben wir dann auch eine riesen Bataillon an Bäume. Wahrscheinlich so ein Park oder sowas. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nee, die andere Linie schließt sie nicht an. Da kommt die vielleicht hier hinten rum. Das könnte natürlich sein. Das sieht ein bisschen aus wie unser Startplatz hier. Aber nee, ist er nicht, ist er nicht. So, wenn Lotus jetzt noch ein bisschen lädt, dann hätten wir es. Ja, also genau. Hier ist zu Ende, hier ist zu Ende. Also wenn wir jetzt hier oben lang gefahren wären, gäbe es bloß noch wirklich die Möglichkeit hier lang. Achso, dann geht es hier lang. Ah ja, dann geht es hier lang. Dann geht es hier lang an der Kirche vorbei hier. Ja. So, ein bisschen Häuserschluchten. Hier stehen dann auch schon die ersten Fahrzeuge und alles sowas. Ja, dann geht es hier weiter und oh mein Gott. Also die Karte ist wirklich, Leute, nicht klein. Hier schließt sie dann mit der anderen Linie an, die ja dann von der anderen Richtung gekommen ist hier. Und dann geht es hier aber immer noch weiter. Was mir aufgefallen ist, ich finde es eigentlich eher positiv. Es sind echt nur Standardobjekte, also von Lotus selbst. Das muss man mal lassen. Ah, nee. Okay. Ich nehme alles wieder zurück, denn hier haben wir nämlich den Spielplatz. Ja, von wem wohl? Und das Lidl. Ja, ja. Dann haben wir auch nochmal einen Betriebshof. Und hier wird es auch nochmal irgendwie weitergehen. Ja, also muss man. Achso, das ist der neue. Den habe ich auch noch nie gesehen. Das ist der von Lurf und Kartoffelphantom. Hier zum Beispiel. Na, was ist denn das? Wieso spiegelt denn das? Ganz ehrlich. Geht besser. Hier flackert es auch. Cool ist, das gebe ich zu, dass du hier durchgucken kannst, so durch diese Wagenhalle. Ja. So an sich sieht es doch eigentlich ganz nett aus. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Texturen sind auch super scharf. Ja. Also wie gesagt, nur das hier mit der Sonne hier, dass du das so siehst, das ist ein bisschen. Aber gut, das Meckern auf hohem Niveau. So, Leute, ich würde sagen, ihr habt jetzt die Karte Finkenburg gesehen und was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, man sieht einen deutlichen Unterschied, ja, vom Anfang, wo wir jetzt gerade losgefahren sind und jetzt hier hinten. Hier hinten wurde schon deutlich mal mit Detail gearbeitet, was am Anfang noch ein bisschen fehlte. Bei der Größe der Strecke, selbstverständlich. Also, du bist hier locker, ungelogen, bestimmt über eine halbe Stunde unterwegs mit der Straßenbahn. Und ich würde auch schon fast sagen, man könnte sich hier schon fast leicht verfahren. Also vielleicht da mit ein paar Hilfspfeiler arbeiten oder sowas irgendwie. Irgendwie kennzeichnen, wo derjenige lang muss. Wäre vielleicht eine coole Idee. Sonst, wie gesagt, am Anfang, hier fällt es jetzt gar nicht mehr so groß auf.
finde ich, weil das sind jetzt hier wirklich eigene Häuserobjekte. Am Anfang deutlich zu viele hier Häuser-Splines, selbstverständlich. Aber da, wie gesagt, muss ich immer noch sagen, das kann man immer noch dann später machen. Hier haben wir dann die Ampeln, die hier teilweise dann auch schon funktionieren, mit so Anforderungen und alles was. Also das ist auf jeden Fall eine Karte, die ja schon eigentlich vollständig ausgebaut ist, wo man halt auf jeden Fall ordentlich fahren kann, ohne dass man da irgendeine Leere gucken muss. Ich an sich finde sie ganz nett, ein paar kleine Fehlerchen hat sie enthalten, ist aber normal für eine nicht fertige Version. Sollte da natürlich man dafür Verständnis mitbringen. Und mehr gibt es da von meiner Seite halt nicht zu sagen. Wie gesagt, die Fehler, die mir aufgefallen sind, die habe ich angesprochen. Und von daher war es von meiner Seite, wenn ihr natürlich irgendwas gesehen habt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder ihr sagt, das geht gar nicht, ja, oder ist Beste, schreibt das Ganze alles einfach in die Kommentare. Ich glaube, der Modder freut sich sehr darüber, wenn er da so ein paar aufmunternde Worte liest. Ja, also von daher nutzt da einfach mal so ein bisschen eure Fingerchen und drückt das Ganze auf die Tastaturen ein. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Like, freue ich mich sehr drüber und teilt das Video, ne, damit wir mehr Aufmerksamkeit hier bekommen, würde ich mich auch sehr drüber freuen, denn, ja, wir müssen Lotus unterstützen oder ich möchte Lotus unterstützen und vielleicht wollt ihr mir dabei helfen, wenn ich Lotus unterstützen möchte, so, ne, man weiß es nicht. Ich verabschiede mich auf jeden Fall, bedanke mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!